invasion. Nilfgaard's legions had pierced the heart of the North. 2014 wird für PC-Spieler ein fantastisches Jahr. Vor allem RPG-Freunde dürfen sich auf gleich mehrere Hits freuen. A lone wolf roamed these broken lands. CD Projekt schickt in The Witcher 3 Wilde Jagd sein Hexer Geralt ins Rennen um die Fantasy-Vorherrschaft. Das betont erwachsene Abenteuer spielt in einer offenen Welt, die nicht nur gigantisch groß ist, sondern auch gigantisch gut aussieht. Schier grenzenlose Freiheit propagiert auch Dragon Age Inquisition. Das neue Spiel von BioWare nutzt die aus Battlefield 4 bekannte Frostbite 3 Engine, um malerische Landschaften auf dem Monitor zu zaubern. Zudem sollen die Kämpfe nun deutlich actionreicher und authentischer werden als in den beiden eher bedächtigen Vorgängern. Blizzard schraubt unterdessen am Diablo 3 Add-on Reaper of Souls. Die Erweiterung für das Action-Rollenspiel wird die Maximalstufe auf 70 erhöhen, mit dem Kreuzritter eine neue Klasse einführen und den fünften Akt der Handlung hinzufügen. Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere kleine und große Verbesserungen. I promised you I'd never get back in one of those damn machines again. Wer seine PC-Spiele lieber etwas rabiater und schusswaffenlastiger mag, der sollte Titanfall entgegenfiebern. Der Online-Shooter von den Modern Warfare-Findern Infinity Ward vermischt Roboterkämpfe mit typischem Shooter-Gameplay und machte bei seinen bisherigen Messeauftritten eine großartige Figur. I thought they'd leave us alone. I was wrong. That police station's going critical. Let's head up that way. Das ganz große Ding 2014 könnte aber von Ubisoft kommen. Denn Tom Clancy's The Division ist nicht nur spielerisch extrem innovativ, sondern sieht auch noch unglaublich gut aus. Entwickler Massive Entertainment will mit dem Endzeit-Titel die Tugenden klassischer Online-Rollenspiele mit denen moderner Action-Spektakel verbinden. Wenn's klappt, erwartet uns ein Meilenstein. Hey guys, what's up? Hey. Oh, what's up, Chris? Welcome to the battle, dude. Alright, group buff coming your way. I know how you think. Ebenfalls von Ubisoft kommt Watch Dogs. Das Open-World-Spiel um einen Hacker und dessen coole Fähigkeiten war ursprünglich für 2013 angedacht, verschob sich dann aber kurz vor Release um mehrere Monate. Man wollte das Spiel noch runder, noch besser machen, ließ der Hersteller verlauten. Na, dann muss das nun ja super gut werden. And expose you to the world. Im Herbst steht dann noch die Rückkehr einer altbekannten Sippe an. Die Sims 4 dürfte mehr vom Bewerten bieten, stellt die Emotionen der digitalen Männlein und Mädels aber mehr in den Vordergrund denn je. Zudem sollen zahlreiche Editor-Möglichkeiten die Millionen von Fans bei Laune halten. Hoffen wir, dass EA da nicht wieder DLC-Abzocke betreibt.